Liebe Zuschauer, und schon wieder erleben wir gemeinsam eine Woche für die Geschichtsbücher. Der Bundespräsident hat Angela Merkel am Dienstag die Entlassungsurkunde überreicht. Eine, muss man so sagen, historische Zäsur. Sie ist zwar noch ein paar Wochen geschäftsführend im Amt, klar, wird aber schon bald mehr Zeit zu Hause verbringen mit ihrem Mann, Professor Sauer. Und ich finde, das ist schön. Das sei ihr von Herzen gegönnt, soll uns, meine Damen und Herren, aber bitte nicht ablenken von der eigentlichen Meldung der Woche. Nicht nur die Kanzlerin ist entlassen worden, nein, auch einer der wichtigsten freien Mitarbeiter dieser Sendung ist entlassen worden. Andi Scheuer, eben noch Verkehrsminister, jetzt im toten Winkel der Opposition. Was für ein Absturz. Dafür haben wir ihn als dritten Politiker überhaupt feierlich aufgenommen in die Heute-Show Hall of Fame für die besten Sendezeitlieferanten. Davor brennt ein symbolischer Haufen Steuergeld. Die Installation heißt Maut. Ja. Sie hörten unseren letzten Maut-Gag, meine Damen und Herren. Wirklich ein historischer Moment. Lieber Andi, wir werden dich bald vergessen. Aber er bleibt ja einfacher Abgeordneter im 20. Deutschen Bundestag, dem größten Bundestag, den wir je hatten. Wow! 736 Abgeordnete. Wie in einer verdammten Legebatterie. Ja. Vielen Dank nochmal an die CSU, die wirklich alles gegeben hat, um eine echte Wahlrechtsreform zu verhindern. War aber trotzdem eine schöne erste Sitzung. Hier sämtliche Highlights. Es ist ganz schön voll hier unten, oder? Ja, also ganz schön wuselig. Friedrich Merz mit Julia Klöckner. Jetzt haben wir doch ein breites Spektrum an Gesichtern hier. Ein gut gelaunter Armin Laschet, muss man sagen. Ja, man sieht es an seinen Äuglein. Ja. Wolfgang Kubicki, der Petra Pau über den Rücken streicht. Und Gauland sitzt demonstrativ desinteressiert dahinter. Was für ein prachtvoller Strauß. Hm. 7,99 an der Tanke. Ja. Immerhin ist der Bundestag jetzt etwas diverser und etwas jünger. 47 Abgeordnete unter 30. Wow. Es geht fast schon in den Bereich Kindertagesstätte. Es ist, ja, da verändert sich ein bisschen was. Außerdem gibt es mehr Frauen. 34,7% Frauenanteil. Sehr gut. Denn das entspricht ja exakt dem realen Geschlechterverhältnis. Ne? Wir haben noch 2/3 Männer und 1/3 Frauen. Süße, sag ich doch. Wobei die neuen Frauen fast nur bei SPD und Grünen sitzen. Die Union bleibt, betont männlich, quasi auf dem Hoden der Tatsachen. Ja, muss man dazu sagen, weil sie da halt frauentechnisch einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Frau Merkel, Frau Kramp-Karrenbauer, Frau von der Leyen, das sind ja alles Frauen, die auch sehr mächtig sind, die auch die aktuelle Lage ein Stück weit mit zu verantworten haben. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt gerade, denke ich, andere Probleme haben als das Frauenthema. Ja eben, wir haben es doch versucht mit den doofen Mädchen. Ne? Guck, wo es uns hingebracht hat. Opposition. Ja, das ist Trauerarbeit auf Testosteron. Trotzdem behaupte ich, ist die Östrogenisierung der deutschen Politik gar nicht mehr aufzuhalten. Jetzt kriegt der Bundestag, stellen Sie sich das mal vor, schon die dritte weibliche Präsidentin in nur 70 Jahren. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Bärbel Bass von der SPD. Und wenn Sie jetzt fragen, Bärbel, was? Das ist tatsächlich, glauben Sie mir, eine sehr kompetente Gesundheitsexpertin. Ich meine aus Duisburg. Ich komme aus Duisburg. Ich bin ja in Duisburg auch viel unterwegs. Jetzt habe ich in Duisburg das Glück. Duisburg, wo ich geboren bin. Ich habe sicherlich so meine eigene Art, manchmal vielleicht auch ein bisschen Ruhrgebietscharme. Und ich komme aus dem Pott. Kann man nichts ändern, wo? Aber ich trotzdem Knaller ist das. Unser Bärbel, mein lieber Herr Kokoschinski, du. Die hat ordentlich Haare auf den Zähnen. Ja, ich sage Ihnen, da kann sich vor allem die AfD warm anziehen, wenn Frau Bass bald die Debatten leitet. Die AfD, deren Kandidat für den Vizeposten zum 7. Mal durchgefallen ist. Ja, das ist ja einerseits ganz lustig, andererseits könnte das ritualisierte Fernhalten der AfD von solchen Ämtern der Partei am Ende mehr nutzen als schaden, ne, wenn es doof läuft. Futter für den Opfermythos. Genau wie die Tatsache, wissen Sie bestimmt, dass keiner mehr neben der AfD sitzen will. Ja, ja, der Sitzkrieg wurde erklärt. Die FDP sagt, Leute, wir können nicht mehr neben der AfD sitzen, wir haben Tinnitus. Es geht nicht mehr. Ne? Die Union soll jetzt gefälligst neben die Rechten rutschen. Hier bei der konstituierenden Sitzung diese Woche hockten übrigens 23 AfDler erstmal oben auf der sogenannten Seuchentribüne. Ja, weil sie sich nicht mal testen lassen wollten. Ja, ist doch prima. Überlegen Sie mal, die AfD hatte endlich einen eigenen VIP-Bereich. Toll, wirklich.
dafür. Ist doch gut. Einen eigenen Bereich für, sagen wir mal, speziell begabte Abgeordnete. Ne? Die neue Alternative mit etwas weniger Sitzen, dafür aber deutlich völkischer und nationaler. Da ist zum Beispiel Matthias Helferich aus NRW, der selbst im eigenen Laden wohl ein Tick zu radikal ist. Denn im Sommer wurde ein älterer Chat bekannt, in dem er sich unter anderem als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. So, der Nationalsozialismus hat jetzt ein freundliches Gesicht, ne? Wenn das der Führer erfährt, du, dann ist aber was los. Ja. Und auch für solche Chats fliegt man natürlich nicht raus bei der AfD, ist klar. Er ist jetzt vorübergehend fraktionslos. Ich sag mal so, von dem bisschen bürgerlichen Tarnanstrich, den die Partei vielleicht mal hatte, ist im neuen Bundestag nicht mehr viel zu sehen. Neu dabei etwa ein vom militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestufter Soldat, ein suspendierter Polizist und Neulinge, die der sogenannten Querdenkerbewegung nahestehen. Top-Mischung. Warte mal, ein Soldat, ein Polizist, da fehlt jetzt nur noch der Cowboy, der Bauarbeiter und Schäfer und wir haben die rechten Village People, meine Damen und Herren. YMCA. 43 AfD-Abgeordnete zählt man inzwischen zum Bernd-Höcke-Flügel. Da ist es kein Wunder, dass keiner neben denen sitzen will. Am Ende entscheidet übrigens der sogenannte Ältestenrat des Bundestages, ob die Liberalen mit ihrer Forderung durchkommen und Plätze tauschen dürfen mit der Union. Wir schalten mal live zu Tina Hausen in den Bundestag. Tina, was passiert da noch zu dieser späten Stunde? Tja, Oliver, jetzt haben wir den Salat. Der Sitzplatzkrieg eskaliert total. Sie sehen es ja hinter mir. Ein FDP-Abgeordneter hat einfach kackdreist einen CDU-Platz in der ersten Reihe okkupiert und sagt jetzt, er geht da nicht mehr weg. Kindergarten, also wirklich. Tja, und jetzt müssen die armen Saaldiener sehen, wie sie das Problem lösen. Ach, es ist alles ziemlich würdelos. Also, Oliver, ich kann Ihnen sagen, natürlich versteht man die Position der FDP. Niemand will neben der AfD sitzen. Ich sag mal, den Affenfelsen im Zoo guckt man sich gern an, aber ich hock mich da ja nicht mit drauf. Ja. Ja. Rekord bei den Ordnungsrufen in der vergangenen Legislaturperiode. Das waren mehr als in den 4 Perioden davor zusammen. Nicht mal in der Kantine ist man sicher vor denen. Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion oder eines AfD-Abgeordneten nimmt wahr, dass ein anderer ein vegetarisches Gericht bestellt. Darauf kommt die Bemerkung, euch kriegen wir auch noch, ihr Körnerfresser. Das ist nicht nett, nicht schön. Andererseits, Veggie-Essen bestellen ist natürlich auch eine Provokation. Ja, leider hat die FDP mit ihrem Tauschwunsch die Büchse der Pandora geöffnet. Oliver, gucken Sie mal, die ersten Abgeordneten reservieren abends ihre Plätze mit Handtüchern. Ja, das ist in der Tat deprimierend. Und wie geht der Streit jetzt aus? Keine Ahnung, aber es herrscht nackte Anarchie. Die Linken wollen nicht mehr neben den Grünen sitzen, weil die gemeine Sachen über Putin sagen und ständig irgendwas mit Lauch drin essen. Und bei der CDU gibt's wohl einen neuen Abgeordneten, neben dem will gar keiner sitzen. Und zwar ist das wohl ein gewisser Armin Laschet? Nie gehört. Ja. Oh, aber seine Kollegen sagen, er bringt Pech. Ja, also man kann sagen, die Union erlebt eine regelrechte Identitätskrise. Ich meine, gerade die alten Silberrücken, die ewig regiert haben, die wissen ja gar nicht, was Opposition ist, was man da macht. Oliver, haben Sie in letzter Zeit mal den Peter Ransauer gesehen? Der ist derartig durch den Wind. Der wartet nur noch, dass ihn endlich einer nach Hause bringt. Das ist erschreckend. Also Oliver, man kann wirklich nur hoffen, dass der Ältestenrat das ganze Theater hier bald beendet und, Leute, sorry, aber ich habe euch tausendmal gesagt, ich arbeite nicht neben der Schleppe von der ARD. RTL 2 jederzeit, kein Ding, aber nicht die ARD-Kuh. Was die macht, hat mit Journalismus nichts zu tun. Oliver, Hilfe! Ich könnte stundenlang zugucken. Tina Hausen, vielen Dank.
Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.